Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und ich muss ganz kurz sagen, ich hatte davor schon mit Dark eine 17 Minuten Aufnahme, die ich löschen durfte, weil das Mikro nicht an war. Ich habe das falsch angeklickt, weil sich bei meinem OBS im Mixerbereich die Medienquelle und das Mikrofon die Aufnahme immer verschieben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, wie ich das fixieren kann, dass sich das nicht mehr verschiebt. Weil das ist scheiße, wenn ich so dann nochmal Aufnahmen löschen muss, weil die, ja, für den Arsch sind, man mich nicht hört und ich sinnlos quatsche. Gut, ich entwürde mich, wir werden jetzt nochmal das wiederholen, was wir in den 17 Minuten Aufnahmen hatten. Es war nicht viel, es war Angeln, wir haben noch die Trophäe gesucht, für das wir Jagdblut beschwören können. Die haben wir allerdings noch nicht gefunden. Ich entmüde mich und wir legen los. So, ich habe das auch gerade nochmal erklärt, was gerade war. So. Ich habe schon mal die Zeit genutzt und Fähigkeiten gewechselt. Jo, einmal Köder und einmal die Angel brauche ich. Hier haben wir noch einen Stachel. Hier sind im Übrigen noch 39 Stachelpfeile drin in der Kiste, falls du die benötigst. Warte, ich habe gerade welche hergestellt. Nein, brauchst nicht. Ich habe gerade welche hergestellt. Dann mach die mal bitte in die Pfeilkiste. Okay. Dann, ja, gehen wir nochmal angeln. Gucken wir jetzt mal auf der anderen Seite. Ich wollte eigentlich die Holzstämme hier aus dem Wasser entfernen. Die sind immer noch da. Und die werden auch für immer da bleiben, gefühlt. Ach cool, wenn du Essen tust, zieht er die Angel automatisch mit ran. Ja gut, jetzt muss ich nochmal kurz weg. Mist. Ja, mach das ruhig. Ich bin gerade eh noch am Angeln. An der langweiligsten Aufgabe der Welt. Viel Spaß. Ach, so langweilig ist die nicht. Ja. Kommt Fischies. Da haben wir einen. Du kommst bitte schön. Ja, komm doch hier. Gefangener Fisch. Yeah. Daraus kann man nämlich diese wunderschönen Fischhappen hier herstellen. Die geben gut Ausdauer. Also. Ich habe ja noch 9 Stück. Es gibt auch immer 2. Ne, 1. Wir brauchen 2 Fisch für 1. Da kann dann der Dark noch einen abhaben. Was? Alter. Dieses Kackholz hier. Kommt ihr kleinen Fischis, beißt mal an jetzt hier. Komm, ich sehe doch, dass du ihn willst. Ja, los. Jetzt ist der Fisch da wieder rangeschwommen? Ernsthaft? Komm. Alter, dieses Holz, ne?
Oh nein, es wird Nacht. Ob die das so geregelt haben, dass die Fische bei Regen besser beißen? Im Real Life ist es ja zumindest so. Ey, jetzt reicht's. So. Wo sind sie? Da waren sie weg. Da waren sie weg. Da sind welche. Köder habe ich noch 27, passt. Ha! Hab einen Fisch so gefangen. Haha, geil! Ah, noch ein Fisch so gefangen. So kann man die Fische natürlich auch fangen. Abwarten, bis er an Land schwimmt. Ich hab ihn am Haken. Ja! Komm! Komm! Nein, nicht abhauen. Nicht abhauen. Komm! Hab dich. So. Was ist jetzt denn für ein Scheißwetter? Ja, ich habe aber 7 Fischis. 2 sind einfach so an Land geschwommen, die habe ich so eingefangen mit der Hand. Alter, mehr Schwein als Verstand. Mach ich gleich noch ein bisschen Fisch essen hier. Einmal das dahin, einmal das dahin. Und einer von den Holzstämmen ist endlich verschwunden. Der ging mir auf den Sack. Ja, und inwiefern verschwunden? Ich hab den abgeholzt, also weggemacht. So, 1, 2, 3, 4. Ich kann mich jetzt nicht hinlegen, ich hab Essen auf dem Herd. Macht ja nicht. So, können wir die ersten Dinger herstellen. Haben wir so gar nicht mehr gekocht. Einer geht noch. Wie du in der Luft rührst. Lassen wir das dort erstmal mit rein. Ne, Rotfisch haben wir nicht mehr. So. Ja, dann müssen wir jetzt noch die Trophäe farmen gehen. Ohne dieses Mal zu sterben. Ist eigentlich auch ganz gut, dass die Folge neu gestartet ist. So hast du dich nicht blamiert. Das ist nicht so wild für mich, also der Tod gehört dazu. Jetzt muss ich mal ganz kurz vergleichen. Blutpudding, ja? Ausdauer 50, Gesundheit 90, Fischschappen, Gesundheit 60, Ausdauer 80.
Also das beste Essen, was man wirklich haben kann, ist Blutpudding, Lox Fleischpastete und Schlangeneintopf. Ich habe nur noch eine, nur einen Schlangeneintopf, vier Lox Fleischpastete und die vier Fischhappen. Das reicht mir aber. Für den Boss. Ja, also den Schlangeneintopf auf jeden Fall für den Boss lassen. Darko? Wo willst du? Du? Und wir sind noch ausgeruht, das heißt, wir verbrauchen weniger Ausdauer. Noch, nach dem ersten Kampf ändert sich das schnell. Das stimmt allerdings. Du musst dir noch versuchen, einen Lox zu erlegen. Also das, die Anforderung stelle ich noch an dich. Hast du jemals einen Lox erlegt? Oder? Ja. Okay. Sonst könnte ich ja die Fleischpastete nicht machen. Du brauchst ja das Fleisch von denen dazu. Und das war sogar in einer Aufnahme. Da siehst du mal, wie souverän ich deine Folgen schaue. Echt, ey. Immer wieder Views, die flöten gehen. Ich hab's mal so 2 Monate lang durchgehalten, jede verfickte Folge zu sehen. Ich mach das. Ja, ich kann das jetzt hier nicht erzählen. Da oben war's. Ich wollte gerade fragen, wo du hin möchtest. Zu dem Totenkopf, der mir immer noch angezeigt wird. Warum liegen hier überall Stacheln rum? Die habe ich rausgeschmissen vorhin. Also zumindest das, wo auch das Schwarzmetall mit lag. Wertvolle Pfeile. Ich habe 100 Stück. Ja gut, ich auch. Aber ausgerüstet habe ich die nur für den Boss. Zurzeit habe ich Feuerpfeile. Ausrüsten möchte ich die auch mal. Ja, ich habe sie eben nicht ausgerüstet. Ich habe ja nur die Pfeile mit. Da oben ist noch einer. Erster Gnomi ist tot. Und der lässt ordentlich Münzen fallen. Alter, wieder 4 Viecher hinter mir her. Willst du mich verarschen? Boah, einer mit Feuer. Alter, Darko. Ich hab 9 AP, ich kann den nicht. Scheiße, du müsstest die ja nur abschießen. Ich hab hier diesen Sterne-Typsi. Ach du Hilfe! Einer ist auf mich. Ich glaube, ich bin erstmal safe. Nein, die kommen natürlich hier hoch. Der Wix hat mich angezündet. Push, lauf einfach, Alk. Na, warte. Noch geht's gerade. Noch. Au. Feuerpfeile machen ja mal so gar kein Damage bei denen. Deswegen die Nadelpfeile. Okay, das ist gut. Oh. So. Ey, aber dieser Sternetyp, sie hat mich echt schon eingeheizt. Oh, hat 60 Damage gemacht mit einem Hit. Ja. Und es gibt noch weitaus höhere mit Sternen. Ich glaube, bis zu 5 Sterne geht das.
Obwohl, mein höchstes waren 3 Sterne. Moskito. Da ist noch der... Sag dich doch, Moskito. Ich hab geblockt. Ich hab einen Speer von dir. Ja, bleib auf Block. Da ist es so gut, wenn der auf ihn zielt, da kann der andere ankommen und den wegballern. Oh je. Ah, ballern mal ein bisschen Fire Damage. Er macht die Felder kaputt, der Idiot. Ich glaube, das ist ihnen gerade ziemlich egal. Bidil, der ist auf mich? Ja. Warum ist der Wichser auf mich? Jetzt ist er auf mich. Ich glaube, je nachdem, wer näher dran ist. Ha! In den Arsch! Es gab. Hast du eine Trophäe, so eine Trophäe eingesammelt? So eine Statuette von denen? Nö. Okay. Keine Ahnung, ob wir das hier noch brauchen. Da unten ist noch ein Schamanenfutz. Da wir drüben ja sowieso keine Kisten haben, würde ich einfach mal alles schwarz mitteilen, bevor das die Kiste hier reinte. Können wir später dann noch. Mach das, oder? Mach das. Schamane. Ja, kommst du zu mir? Der ist nämlich auf mich, da kannst du den mit dem Schwert wegballern. Au, 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 au. Ich bin fast tot. Ich habe ja gerade einen stinknormalen Kobalt. Nice. Nice Feuer. In die hat es das Zeug reingemacht. Mhm. Jo. Holz brauche ich nicht, den Kopf brauche ich nicht. Ey, ich mache erstmal alles hier rein. Ja, hier gibt's keine Statue, da muss man weitersuchen. Wow. Und die Steine kannst du abbauen, Darko. Die großen? Ja, ich hab's auch getestet. Ich weiß noch nicht, wie das Verhältnis ist, wenn du unten abbaust, ob die zusammenkrachen. Müsste man vielleicht mal testen. Ja, die krachen zusammen oder auf uns drauf. Boah, gibt's ein bisschen Damage. Ich erinnere dich an diese komischen fallenden Bäume aus. Scheiße, wer heißt das Minecraft-Modpack? Ja, das ist aber nicht Minecraft. Und ich weiß ja, auch, wenn, hier, wenn du hier einen Baum auf den Schädel kriegst, kriegst du auch Damage. Ja, eben. Und vielleicht bist du bei Stein gleich tot statt Damage. Müsste man testen. Könnten wir eigentlich alles machen, wenn wir soweit alles fertig haben. Machen wir so eine kleine Bonus-Folge. Könnte man tatsächlich so eine Bonusfolge machen? Links oder rechts? Weil wir rennen jetzt aufs auf den Ozean zu. Links rum. Okay. Ich war der Meinung, wir hatten noch einen, aber ich habe alle Kisten durchgeguckt, da war nichts mehr. Hm. Wie viele brauchen wir denn? Einer. Nein, ich meine insgesamt. 5. Okay. Vier Hammer, eine fehlt noch.
sind aber nicht nur in diesen Gebäuden, also in diesen Dörfern, sondern auch in diesen Steingebäuden, die man ab und zu mal findet. Da habe ich, glaube ich, die ersten zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Na, jetzt rennen wir wieder so langsam auf den Sumpf oder was auch immer zu. Jetzt. Ich glaube, Hermes steht hier unten. Aber ich kriege eh nichts. Und jetzt noch der Nebel. Wow! Oh Mann. Besser jetzt als beim Boss. Ey, beim Boss wüsste ich gar nicht, ob da überhaupt sowas auftauchen tut. Weil es ist ja eine Art Event. Oh, haben wir. Ja, hier haben wir nochmal ein Dorf. Sogar ein großes. Weil da Lagerfeuer sind. Da würde ich ganz kurz die Folge hier beenden. Dann würden wir das nämlich in der nächsten Folge machen. Ja. Und da werden auf jeden Fall wieder 3-4 Schamanen und 1-2 große Typsies dabei sein. So, das war's mit der Folge, die wir jetzt nochmal zusätzlich aufnehmen mussten. Ist aber kein Ding. Im Anschluss nehmen wir jetzt gleich direkt die nächste auf, denn wir wollen unbedingt Jaglut besiegen. Wir wollen dann auch gen Süden segeln oder laufen. Ich bin den Weg ja schon gesegelt, wie man auf der Map gesehen hatte. Und ja, dann testen wir noch ein bisschen was rum. Einfach so just for fun. Wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.